Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex zeigt sich auf Schlusskursbasis in dieser Woche weiter wenig bewegt. Gestern rutschte er am Vormittag zeitweise unter die Marke von 16.000 Punkten, davon erholt sich der DAX aber recht schnell. Am Ende lag er bei 16.068 Zählern, das ist ein Plus von knapp 0,2%. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franziska Schimke. Franzi, was können wir uns denn heute vom DAX erwarten? Ja, der deutsche Leitindex, der macht es ja innerhalb dieser Woche durchaus spannend, was das Thema 16.000-Punkte-Marke angeht. Man fällt mal darunter, man fährt aber auch darüber, über der 16.100-Punkte-Marke neue Bestmarken ein. Und letztlich kommt man nicht so richtig vom Fleck. Und dieses Szenario, das dürften wir auch heute an diesem Donnerstag einmal mehr sehen. Wir gehen davon aus, dass wir einen Ticken schwächer in den Handel starten werden. Aber die 16.000-Punkte-Marke, die sollte weiter hier im Griff bleiben. Einmal mehr sind es Quartalszahlen und Jahreszahlen von Seiten der Unternehmen, die im Fokus stehen. Von Seiten der Konjunktur ist es heute relativ ruhig. Aber da gab es ja auch gestern die Inflationsdaten aus den USA und die haben dann doch auf die Stimmung an der Wall Street gedrückt. Zunächst einmal hatte man sie so ein bisschen mit einem Schulterzucken hingenommen. Aber mit dem Anstieg der Renditen am Anleihemarkt kam dann doch mehr Druck beim Dow auf. Und am Ende ist dieser sogar dann 0,7% schwächer aus dem Handel gegangen von Seiten der Asiaten. In den Märkte sehen wir aber ein freundliches Bild. Nikkei, Hang Seng und Shanghai Composite allesamt durchaus freundlich unterwegs. Vielen Dank, Franzi. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute Continental. Continental hat gestern Zahlen vorgelegt und die Märkte überzeugt. Die Conti-Aktie gehörte daraufhin zu den stärksten Werten im DAX und stieg auf ein 4-Monats-Hoch. Aus technischer Sicht könnte es jetzt aber zu einer Verschnaufpause kommen. Allerdings dürften die Bullen weiter am Ruder bleiben, solange eine erst am Dienstag eroberte Marke nicht wieder unterschritten wird. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.